Hey und herzlich willkommen zu meinem Goldfarm Guide mit den Barbaren in der Season 19 Patch 2.6.7. Ich wurde auf meine Skillung angesprochen zum Goldfarmen und zum Pushen. Wir schauen uns jetzt das Goldfarmen an. Dazu zeige ich euch das Set, die Fertigkeiten, welche Werte mir wichtig sind und ein kleines Stückchen Gameplay. Wir schauen uns mal das Equipment und die Mechanik dahinter an. Ich habe die 6 Teile Zorn der Ödlande mit dabei. Kurz zum Set-Bonus. Es ist so, Zerfleischen sticht hier deutlich hervor. Pro Sekunde verursachen wir 500% mehr Schaden für die Dauer von 15 Sekunden. Unser Zerfleischen wird im 4er-Set-Bonus verdreifacht und im 6er-Set-Bonus erhält unser Zerfleischen auch nochmal 10.000% mehr Schaden. Wenn wir jetzt noch Wirbelwind einsetzen, reduziert sich unser erlittener Schaden während des Einsatzes von Wirbelwindes und nach dem Wirbelwind für 3 Sekunden ist unser erlittener Schaden auch nochmal um 50% reduziert. Was wir uns vor allem zunutze machen, ist Amboss Stolz. Wenn wir Wirbelwind wirken, werden unsere Gegner ganz automatisch mit Zerfleischen belegt und der Schaden, der im Verlauf von 15 Sekunden zugeführt wird, wird hier eben im Verlauf von einer Sekunde verursacht. Was wir dann auch noch mit dabei haben, ist das Klagelied, was eben die Gegner mit 2 Stapeln von Zerfleischen belegt, was einfach stumpf doppelt Schaden bedeutet und der Schaden von Zerfleischen selbst wird hier auch nochmal erhöht. Was wir dann noch mit dabei haben, ist das Band der Habgier. Kurz gesagt, es erhöht einfach euren Goldsammelradius um 30 Meter. Gesockelt haben wir die Gabe des Sammlers, am besten auf Stufe 50. Damit gibt es eine 100%ige Chance, dass eure Gegner eben in einer Goldexplosion sterben und ihr eben eine Menge Gold einsammelt und dadurch auch schneller werdet. Dann haben wir den Duft der Zeit, der unsere Pylon-Effekte doppelt so lange anhalten lassen. Die Armschienen der Nemesis, die Packs aus den Schreien und Pylonen spawnen lassen, für ein paar extra Atem des Todes. Und das Band der Macht, wenn wir eben wütende Ansturm, Aufstampfen oder Sprung einsetzen, unseren Schaden eben für 8 Sekunden bis zu 80% reduziert. Dann haben wir die Bulkatos-Waffen noch mit dabei, wo unsere Wuterzeugung eben um 15 erhöht ist und vor allem unsere Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit während des Einsatzes von Wirbelwindes auch um 45% erhöht ist. Dann habe ich noch Leoriks Krone mit dabei, die unsere Effektivität vom gesockelten Edelstein im Helm einfach verdoppelt. Natürlich nehmen wir dann einen Smaragd in den Kopf für mehr Gold von den Gegnern. Dann das Verderben der Gefangenen, was einfach nochmal mehr Schaden bedeutet und die Gegner eben verlangsamt in unserem Umkreis. Und der Teguk, der unseren Schaden eben auch nochmal erhöht, nachdem wir eben eine kanalisierende Fertigkeit eingesetzt haben, ist bis zu 10-mal stapelbar. Und erhöht eben unsere Rüstung pro Stapel um 2%. Dann haben wir noch den Obsidian-Ring des Tierkreises mit dabei, der eben unsere Abklingzeit um eine Sekunde reduziert, wenn wir einen ressourcenverbrauchenden Angriff benutzen, was mit dem Wirbelwind ja dauerhaft der Fall ist. In Brust und Hose habe ich eben Diamanten gesockelt, um ein bisschen weniger Schaden zu erleiden. Alternativ könnt ihr aber auch Rubine sockeln, um eben mehr Schaden zu verursachen. Das ist aber Geschmackssache. Ich erwähne noch mal kurz die Werte, die für mich persönlich wichtig sind. Flächenschaden gehört nicht dazu. Liegt daran, dass das Zerfleischen, was wir auf die Gegner bringen, durch den Wirbelwind eben ein Proc ist. Und Procs procken keine Procs. Das heißt, wir können Flächenschaden damit nicht auslösen. Deswegen habe ich auch nirgendwo Flächenschaden drauf. Wichtiger ist die Abklingzeitreduktion. Luffy und ich haben das mal ausprobiert. Er ist bei 47% und er kann seinen Zorn des Berserkers aufrechterhalten. Was ich fürs Goldfarm aber nicht schlimm finde, wenn das nicht so ist, weil die Gegner eigentlich trotzdem umfallen. Aber es zu haben ist eigentlich schon besser, weil der Zorn des Berserkers eben einfach mehr Schaden bedeutet. Trefferschaden und Trefferchance habe ich einfach probiert drauf zu kriegen, wo es geht. Sprich hier auf Hände zum Beispiel, auf die beiden Ringe habe ich es drauf gekriegt. Ich habe leider noch kein gutes Amulett, aber da kann man eben schauen. Wer mag, kann sich noch ein zweites Zorn der Ödlande Set parat legen, wo in den Sekundären, wie zum Beispiel ich das auf dem Helm habe, einfach mehr Gold von Gegnern ist. Es lohnt sich schon, wenn ihr das auf jedem Teil habt. Ich habe bisher noch kein passendes Equipment gefunden, deswegen kann ich euch das nicht vorzeigen, aber ich kann es euch zumindest empfehlen. Kurz zu den Fertigkeiten. Ich habe Zerfleischen mit dabei mit Blutbad, was unsere Gegner eben einfach bluten lässt und wenn sie sterben, werden andere Gegner bluten. Wirbelwind mit Blutsog. Wenn wir kritische Treffer mit unserem Wirbelwind erzielen, wird unser Leben wiederhergestellt. Kriegsschrei mit gewappnet, was unsere Rüstung erhöht und unseren Widerstand gegen alle Schadensarten.
Kampfrausch mit Kampfgetümmel, was unsere kritische Trefferchance erhöht. Unser wütender Ansturm, was vor allem das Band der Macht dann auslöst, mit gnadenloser Ansturm. Zorn des Berserkers mit Wahnsinn, was eben unseren Schaden erhöht, wenn wir Zorn des Berserkers aktiv haben. In dem Passiven habe ich gnadenlos mit dabei, wo wir bei Gegnern, die weniger als 30% Leben haben, 40% mehr Schaden verursachen. Nerven aus Stahl, was einfach unser Freitod ist. Mit Tobsucht erhalten wir für 8 Sekunden, nachdem wir einen Gegner getötet haben, 1% mehr Stärke, ist bis zu 25 Mal stapelbar. Das heißt, wenn wir 25 Gegner töten, erhalten wir für 8 Sekunden lang eben 25% mehr Stärke. Und die Gabe von Vulkathos, wo unsere Abklingzeit vom Zorn des Berserkers um 30 Sekunden reduziert ist. Ein kurzer Überblick, wie ich meine Paragon-Punkte für mich verteilt habe. Ich habe zum Beispiel 10% Bewegungsgeschwindigkeit auf den Füßen, deswegen habe ich mir hier 15% Bewegungsgeschwindigkeit durch Paragon-Punkte geholt. Man kann insgesamt 25% haben, also wenn ihr zum Beispiel 12% auf den Schuhen habt, reichen hier 13%. Dann habe ich ein bisschen was in Vitalität geskillt, um auf meine 700.000 Leben zu kommen. Das ist eigentlich ein guter Wert. Und den Rest habe ich in Stärke geskillt. Wie ich hier vor meinem Paragon 800 vorgegangen bin, ich habe erstmal eigentlich alles in Abklingzeitreduktion gesteckt. Danach abwechselnd Trefferchance und Trefferschaden und zum Schluss eben die Angriffsgeschwindigkeit. In den Defensiven bin ich zuerst auf Widerstand gegen alle Schadensarten gegangen, habe dann Leben und Rüstung eben auch gleichmäßig verteilt und danach die Lebensregeneration. Hier lasse ich bewusst den Flächenschaden raus, um eben Lags vorzubeugen, wenn man vor allem mit anderen Leuten in 100 plus Greater geht, was beim Goldfarm jetzt nicht der Fall ist. Aber ich verteile ja nicht extra jetzt hier Flächenschaden, weil wir eben auch keinen auslösen. Dann bin ich vor allem auf den Goldfundbonus gegangen, dann auf Leben pro Treffer und dann auf die Ressourcenkostenreduktion. So, das Gameplay ist auch recht simpel. Kriegsschrei und Kampfrausch könnt ihr drücken, das hält ziemlich lange an. Zorn des Berserkers wird nicht ganz so lange anhalten, wie ihr merken werdet. Ganz wichtig ist der wütende Ansturm, der eben, wie ihr hier seht, euer Band der Macht triggern wird. Das ist übrigens ziemlich wichtig, dass ihr da alle 8 Sekunden auch drauf achtet, weil ihr sonst ziemlich leicht unter der Erde liegt. Was ihr dann eigentlich nur noch macht, ist mit dem Wirbelwind durch die Gegner zu wirbeln. Das Gold werdet ihr dann eigentlich ziemlich automatisch aufsammeln, weil ihr das Band der Habt, die ihr dabei habt. Und einfach darauf achten, dass ihr alle 8 Sekunden euren wütenden Ansturm wirbt. Um das auch nochmal in Aktion zu erleben, wirbel ich jetzt hier ein bisschen durch und dann könnt ihr euch das einfach ein bisschen anschauen. Schaut euch die Buffs in der Leiste an. Da werdet ihr zum Beispiel auch die Tobsucht wiedererkennen. Eventuell werdet ihr hier den Freitod mal sehen, weil man nicht immer daran denkt, den wütenden Ansturm zu wirken. Aber das passiert. Das war es dann auch von meinem Goldfarm-Guide und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mein persönlicher Stil ist, wie ich Goldfarme. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Guide.